Karl IV., König von Böhmen und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, herrschte lange und erfolgreich. Das Reich, das er von Prag aus regierte, dehnte sich aus und erlebte Frieden und Wohlstand. Als der Herrscher starb, verfiel das ganze Reich in Trauer. Mehr als 7000 Menschen erwiesen ihm die letzte Ehre. Der rechtmäßige Thronerbe des florierenden Reiches war Karls Sohn, Wenzel IV., dessen Vater ihn sein Leben lang darauf vorbereitet hatte. Aber Wenzel war nicht nach seinem Vater geraten. Er vernachlässigte seine Pflichten für frivolere Beschäftigungen. Er verabsäumte es sogar, bei seiner eigenen Krönung zu erscheinen, womit er sich beim Papst nicht beliebt machte. Wenzel, der Faule, konnte auch dem Reichsadel nicht imponieren. Die Probleme mehrten sich, bis sich die Adligen, entnervt von der Untätigkeit ihres Herrschers, an seinen Halbbruder wandten, König Sigismund von Ungarn. Sigismund entschied sich für eine radikale Lösung. Er entführte den König, um ihn zum Abdanken zu zwingen, und nutzte die darauffolgenden Unruhen zu seinem Vorteil, um noch mehr Macht zu erlangen. Er marschierte mit einer riesigen Streitmacht in Böhmen ein und fiel über die Ländereien der Verbündeten des Königs her. Und hier beginnt meine Geschichte. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Mammut-Let's Play hier auf GameTube. Ein Solo-Let's Play mit mir, Daniel, der nach 6 Jahren endlich mal Kingdom Come Deliverance nachholen will. Ein fantastisches Mittelalter-Rollenspiel, zu dem jetzt vor kurzem der Nachfolger angekündigt wurde. Grund genug, den ersten Teil endlich mal nachzuholen und vielleicht bis zum Release vom zweiten Teil fertig zu werden, denn dieses Let's Play wird sich ganz schön hinziehen. Ich hoffe, euch regelmäßig mit neuen Folgen versorgen zu können. Ich mache das hauptsächlich natürlich einerseits zu eurer Unterhaltung und andererseits auch, wie beim Witcher schon, damit ich selber dieses Ding mal durchspiele und nicht wieder durch andere Sachen abgelenkt wäre. Ich freue mich wahnsinnig auf dieses Spiel. Wir starten Kingdom Come Deliverance. Viel Spaß! Ich habe schon mal die ersten 1-2 Stunden gespielt, aber das ist ewig her. Ich habe alles vergessen. Gott segne dich auch. Heute ist es wirklich sehr heiß, oder? Ja.
ein fleißiger Gatte. Wie kommst du voran? Gut. Ich sollte es heute fertig kriegen. Wo steckt eigentlich Heinrich? Er muss etwas für mich erledigen. Er hat noch geschlafen, als ich los bin. Zu dieser Stunde? Blaublütiger Faulpelz. Nun, wie es aussieht, war er die ganze Nacht unterwegs. Und hat gesoffen wie ein Lord. Dann weck diesen Müßiggänger mal auf. Ein Klaps auf die Rübe sollte genügen. Heinrich! Jetzt komm, steh auf. Es gibt viel zu tun. Mutter! Wenn du nicht gleich aufstehst, schmeiß ich dich aus dem Bett, du Schlafmütze! Hast du gehört? Lege es lieber nicht darauf an. Nun steh endlich auf, dein Frühstück ist bereits auf dem Tisch. Moment, was ist das? Hast du dich wieder... Oh, Heinrich! Wie oft haben wir schon über deine Raufereien geredet? Ach komm, das ist nichts. Ist bloß ein Kratzer. Du hast wieder mit dem Schwert gekämpft, oder? Etwa nicht? Du solltest lieber beten, dass dein Vater nichts davon erfährt. Du weißt doch ganz genau, was er davon hält, Heinrich. Keine Sorge, das war es nicht. Ich hab mich bloß gekratzt, Ehrenwort. Na gut. Aber komm nur nicht heulend bei mir angekrochen, wenn du dich mal richtig verletzt. Und jetzt steh auf, du Schlaumeier. Guten Morgen. Seid ihr noch da? Ah ja, wie die erste Quest. Wie siehst du denn aus? Was in Gottes Namen hast du letzte Nacht getrieben? So, geht's schon los mit vorgegebenen Eigenschaften des Charakters. Mit Hilfe der ersten zwei Antwortmöglichkeiten in diesem Dialog legst du die vorgegebenen Eigenschaften deines Charakters fest. Keine Sorge, falls du danach nicht ganz zufrieden bist, alle Eigenschaften können ohne Einschränkungen im Laufe des Spiels weiterentwickelt werden. So, was schauen wir denn? Was haben wir denn? So rum. Wir unterhielten uns in der Schenke. Naja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ich war beim Reigen, Agilität. Ich war bei Bianca, Vitalität. Aha, ich arbeitete in der Schmiede. Ja, so wie er ausschaut, hat er eher am Tresen das Geschick der Welt gelenkt. Also, nehmen wir mal das. Nicht viel. Die Jungs und ich haben uns bloß in der Schenke unterhalten. Irgendein Wandersmann kam vorbei und erzählte uns, was in der Welt so vor sich geht und... Ich übersah die Zeit. Hoffentlich hat er dir keinen Floh ins Ohr gesetzt. Mich beschleicht das Gefühl, dass du mir etwas verheimlichst. Und dass es etwas mit dem Kratzer auf deiner Hand und diesem zwielichtigen Kerl mit dem Schwert zu tun hat, der kürzlich hier auftauchte. Wieso sollte ich mich für Schwertkämpfe begeistern? Redekunst, Bogenschießen bei Bianca und wenn schon Stärke. Was können wir brauchen? Also grundsätzlich bin ich ja immer voll für Redekunst, weil ich gerne Rollenspiele so spiele, dass ich mich so durchlabere. Das klappt bei Baldur's Gate gerade auch ganz gut. Ich möchte Heinrich eigentlich erstmal als Pazifisten beginnen, der dann, wir wissen ja, es wird dann da doch etwas blutrünstig, der dann eher unfreiwillig in die in den Kampf rein muss, deswegen nehme ich auch hier nochmal Redekunst. Du glaubst, er unterweist mich im Schwertkampf, oder? Was hätte ich in diesem Kuhdorf davon? Ich belüge dich nicht, Mutter. Na gut, wenn du das sagst. Ich will nicht neugierig sein, aber wie du weißt, hält dein Vater nichts davon. Haben Matthäus und Fritz nach mir gesehen? Mir sind sie heute Morgen nicht untergekommen. Sie sollten nicht schwer zu finden sein. Bestimmt lungern sie wieder im Wirtshaus herum. Oder immer noch. Das ist ungerecht. Ach, wirklich? Und wo bist du gestern Nacht gewesen? Ich war bei Bianca natürlich. Du meinst in Biancas Wirtshaus, richtig? Und wer war mit dir dort? Nein, lass mich raten. Matthäus und Fritz. Naja, wenigstens warst du bei Bianca. Du solltest an ihr festhalten. Sie ist ein schlaues Mädchen. Und lade sie einmal zum Essen ein. Dein Vater ist von ihr angetan. Natürlich ist er das. Er glaubt, dass er ihr das Geheimnis des Bierbrauens entlocken kann.
da hast du wohl recht. Man sollte meinen, er will auf seine alten Tage noch Brauer werden. Aber so ist er, dein Vater. Wenigstens interessiert er sich für etwas, im Gegensatz zu euch. Ihr habt nur Unfug im Kopf. Wenn Fritz und Matthäus so weitermachen, baumeln sie eines Tages am Galgen, das kann ich dir sagen. Hunger habe ich bestimmt, ne, noch so ein Käterchen. Aber ich glaube, der Vater ist ein bisschen pisst. Hilfsbereit wäre ich verkatert, wahrscheinlich im Zweifel eher nicht erstmal. Deswegen fragen wir doch mal, ob Vati pisst ist. Ist Vater wütend, weil ich so lange geschlafen habe? Allzu glücklich ist er nicht. Gestern hast du versprochen, ihm mit Herrn Ratzigs Schwert zu helfen. Er ist nicht mehr der Jüngste und seine Gelenke setzen ihm zu. Er ist zu stolz, um zu klagen, aber er braucht deine Hilfe, Heinrich. Ich weiß. Keine Sorge, Mutter, natürlich helfe ich ihm. Gut. Er meint, dass seine Knie schmerzen, wenn ein Sturm aufzieht. Ich hoffe, er irrt sich diesmal. Es scheint ein so schöner Tag zu werden. Könnte ich etwas zu essen haben? Ich habe etwas auf dem Tisch stehen lassen. Bedien dich. Na, dann sind wir doch mal nett. Soll ich dir irgendwie helfen, Mutter? Du bist ein guter Junge, aber ich komme zurecht. Dein Vater braucht allerdings Hilfe. So, neue Stufe erreicht Redekunst, neue Stufe erreicht Hauptstufe, neuer Spezialisierungspunkt verfügbar und. Diese Version, die ich spiele, ist leicht gemoddet. Ihr seht das vielleicht an dem Interface oben und unten. Das ist etwas eleganter als das Original-Interface. Außerdem habe ich das volumetrischen Nebel eingeschaltet über die INI-Datei und verbesserte Ambient Occlusion. Dadurch sind hier die Möbel etwas plastischer im Raum. Ich spiele mit dem Gamepad erstmal. Vielleicht merke ich irgendwann, dass die Maussteuerung geiler ist. Die können wir dann immer noch machen, aber jetzt fangen wir erstmal so an. Also, erstmal was essen. Hier nehmen wir uns mal einen Käse mit. Was ich halt so wunderschön finde schon mal, ist das Interface. Man sieht das hier schon, wie Dinge eingeblendet werden. Ne? Looking at you, Capcom. So geht es nämlich auch. Dass das alles so schön zueinander passt und auch mit dieser mittelalterlichen Schrift. Ist bei Pentiment ja auch total cool, wobei es da natürlich extrem ist. Ne? Vielleicht noch eine Semmel mitnehmen. Ein Brötchen, wie ihr im Norden sagt. Ich setze mich erstmal hin. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Ja, man sieht es hier unten neben dem Lebensbalken. Dem fehlt hier ein Viertel Essen. Ach, das kann ich nicht. Ich kann nichts nehmen, während ich sitze. Na dann, halt nicht. Dann schauen wir mal, was im Topf ist. Ein bisschen was Warmes. Kann ja auch nicht schauen. Kann man hier ein Glas Wasser trinken? Nee. So. Ah ja. Und schon sind wir nicht mehr hungrig. Jetzt schaue ich trotzdem, ob ich hier nicht noch ein... Kann ich auch springen? Nee. Ah, hier kann ich ein... Ja, das ist alles noch ein bisschen... So semi-clunky alles. Aber geht schon. Man hat auf jeden Fall eine schöne Körperlichkeit. Halt, eine Semmel wollten wir noch mitnehmen, genau. Käse, Semmel und ein Apfel. Ist doch ein gutes Frühstück. Also, wir sind Heinrich, der Sohn des Schmieds, wohnen in Silberskalitz in Böhmen. Und der liebe König Sigismund von Ungarn würde sich, glaube ich, hier in Böhmen gerne mehr breit machen. So, noch ein paar Karotten, beziehungsweise Möhren, beziehungsweise 10 Karotten. Nee, braucht kein Mensch. Nehmen wir noch 2 mit. Was habe ich gesagt? Genau, der Sigismund von Ungarn will Böhmen gern unterjochen, aka platt machen, aber dazu in Kürze mehr. Auf dem Kompass siehst du, wo du in der aktuellen Quest hingelangen musst. Geh zu deinem Vater. Jetzt reden wir erstmal nochmal kurz mit Mutti. Vielleicht hat die noch was zu sagen. Alles in Ordnung, mein Sohn? Haben wir alles schon geklärt. Achso, ich habe Heinrich. Er heißt ja eigentlich Henry oder Heinrich in dem Fall eher. Ich habe ihm noch einen Bart hingemoddet. Und da ist unser hübsches Wohnhaus. Ich spiele in 1440p, weil ich es ums Verrecken nicht hinbekommen habe, in 4K zu spielen und aufzuzeichnen, ohne dass es so Lags gibt. Das liegt alles immer noch an der CryEngine. Eigentlich ist der Rechner potent genug, aber ich denke, das ist jetzt auch hübsch genug und dann doch lieber flüssig. Und da ist Vati, der Schmied. Was ist los mit dir, Heinrich?
Hast du mich nicht rufen hören? Manchmal benötigst du Überzeugungskraft, um deine Ziele zu erreichen. Wenn du mit Menschen sprichst, hast du oft die Wahl, welchen Eindruck du bei ihnen hinterlassen willst. Du kannst einfach Reden benutzen, dabei spielt jedoch dein Ruf, den du bei deinem Gesprächspartner genießt, eine Rolle. Dann ist der soziale Status wichtig. Wenn ich gefährlich aussehe, dann fürchten sich die Leute vor mir, dann kann ich die Leute bestechen, dann kann ich Fertigkeiten einbringen. Und die Wahl der richtigen Dialogoption ist auch wichtig, um Gottes Willen. Unterschiedliche Ansätze fruchten bei unterschiedlichen Leuten. Einen zähen Raufbold schüchterst du nicht so leicht ein. Ebenso schwer ist es, einen Adeligen mit schicker Kleidung zu beeindrucken. Ich sehe hier immer die Höhe des Rufs bei meinem Gegenüber und dann mit was ich eventuell punkten kann. Es geht aber nicht nur um Werte, es wird auch von anderen Faktoren beeinflusst, von meinem Ruf, ob ich blute, ob ich schmutzig bin. Schauen wir mal. Also, meinen Vater kann ich nicht einschätzen. Ich habe aber einen guten Ruf bei ihm. Ich würde jetzt mal das hier sagen, weil ich da noch die meisten Punkte habe. Verzeih, Vater. Ich war kurz spazieren und übersah die Zeit. Ist halt gelogen, ne? Hatte ich das Gefühl, das erste Mal hier zu sein. Heinrich, wann wirst du endlich zur Vernunft kommen? Aber hat geklappt. Sei's drum. Wir haben viel zu tun. Ich stelle das Schwert für Herrn Ratzig fertig und brauche deine Hilfe. Wobei? Mir geht die Holzkohle aus, also lauf zum Markt und kauf einen Sack vom Köhler. Dann brauche ich etwas Geld. Das ist die andere Sache. Kunesch schuldet mir Geld für eine Axt, einen Hammer und die Nägel, die ich ihm vor einem Monat verkauft habe. Unter anderem. Sag ihm, er soll zumindest für das Werkzeug bezahlen und dann kauf mit dem Geld die Kohle. Kunesch? Dieser Suffkopf? Das wird ein Spaß. Du bist jetzt ein großer Junge. Ich bin mir sicher, du schaffst das. Wenn nicht, sag ihm, dass ich ihm die Nägel sonst mit dem Hammer in den Arsch treiben werde. Das hört er bestimmt gerne. Ist das alles? Nicht ganz. Der Kämmerer in der Burg hat die Parierstange für Herrn Ratzigs Schwert, die ich in Sasau gravieren ließ. Ich soll sie abholen? In Ordnung. Geld, Kohle, Parierstange. Verstanden. Und Bier? Mach auf dem Rückweg bei der Schenke Halt. Ich weiß ohnehin, dass du dein Mädel besuchen wirst. Aber sieh zu, dass das Bier noch frisch und kellerkalt ist, wenn du zurückkommst. Sie heißt Bianca. Genau. Also sieh zu, dass Bianca es frisch zapft. Und jetzt beeil dich, die Arbeit wartet nicht. Geld, Kohle, Parierstange, Bier. Questlog, da schauen wir doch mal rein. Ah ja, das ist auch so schön gemacht hier. Gottes Willen, ja, da werde ich mich noch ganz schön einarbeiten dürfen. Ach, wie schön die Karte auch schon ist, ne? Schaut euch das an. Wie eine alte Zeichnung. Questlog ein, aus. Also, endlich war das Wetter frühlingshaft geworden. Ich schlief dennoch lang, da ich bis in die Nacht hinein gefeiert hatte. Es fiel mir recht schwer, am Morgen aus dem Bett zu kriechen. Letzten Endes hat mich das grelle Sonnenlicht geweckt, mit etwas Unterstützung meiner Eltern. Ich muss heute Vater in der Schmiede helfen, wie ich es ihm gestern versprochen habe. Doch zuerst muss ich einige Besorgungen für ihn machen. Ein Söldner, der kürzlich in Skalitz aufgetaucht ist, unterweist mich im Schwertkampf. Vater und Mutter dürfen nichts davon erfahren. Aus irgendeinem Grund möchten sie nicht, dass ich lerne, mich zu verteidigen. Gestern habe ich jedoch mir einen üblen Schnitt eingehandelt. Heute sind wir wieder im Wirtshaus verabredet. Ich muss für Vater auf dem Markt einen Sack Kohle kaufen, damit wir Herrn Ratzigs Schwert fertigstellen können. Na toll, ich muss von Kunesch das Geld eintreiben, das er Vater für einige Schmiedewaren schuldet. Er ist viel zu gnädig mit diesem Säufer. Ich schätze, er bemitleidet ihn, seit dessen Frau weggelaufen ist, aber ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, wie ich ihm Geld abknöpfen soll. Endlich ein Botendienst ganz nach meinem Geschmack. Die Parierstange für das Schwert, bei dem ich Vater helfe, ist aus Sasau eingetroffen. Ich soll sie in der Burg abholen. Selbstredend soll ich auch Bier für Vater holen. Ich erledige das, seit ich groß genug bin, den Krug zu tragen. Frisch und kühl wie immer, um der Hitze der Schmiede entgegenzuwirken. Aber ich hole das Bier als letztes, damit es nicht warm wird. Na gut, dann machen wir das mal. Geld, Kohle, Parierstange, Bier, Sunshine, Moonshine, Good Times. Boogie. Irgendwie bin ich heute noch nicht ganz frisch im Kopf. Neuer Codex-Eintrag, ah ja, okay. Dann holen wir doch erstmal die Parierstange. Ich denke mal, das ist hier die Burg von Skalitz. Mal schauen, ob die was wissen hier. Servus, Janek. Gott sei mit euch. Und mit dir, Heinrich.
Wie geht's dir? Vater schickt mich. Wir schmieden Herrn Ratzis Schwert und der Kämmerer hat die Parierstange. Vater ließ sie in Sasau gravieren. Ja, hier ist sie. Der Kämmerer gab sie uns. Haben Sie angesehen. Hervorragende Arbeit. Sowas Feines habe ich noch nie erblickt. Kann's kaum erwarten, das Schwert zu sehen. Verpfusch es ja nicht. Wann habe ich jemals etwas verpfuscht? Wo soll ich anfangen? Sei still und gib das her, sonst reiß ich dir heute Abend den Arsch auf. Alsbald, werter Herr. Großartig. Ach, zu schade, dass ich das Schwert nicht behalten kann. Tja, ich muss los, damit wir heute Abend fertig werden. Viel Erfolg. Wir sehen uns später in der Schenke. Auf jeden Fall. Heute geht das Bier vielleicht sogar auf mich. So, die Parierstange haben wir schon mal. Dann geht's jetzt runter ins Dörfli. Man sieht hier tatsächlich seinen Körper. Das ist ja voll geil. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich das Audio-Ducking anhabe. Das heißt, das Spiel wird automatisch leiser, wenn ich spreche. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben. Zum einen natürlich, ob euch dieses Let's Play gefällt und was ihr sonst an Fragen ans Spiel habt. Ich werde die verfolgen, die Kommentare. Und zum anderen, ob die Audiomischung so passt oder ob es etwas weniger leise werden soll, wenn ich spreche. Oder etwas später wieder laut oder so. Gebt mir einfach Bescheid. So, jetzt müssen wir zum Köhler, ne? Wegen der Kohle. Aber erst brauche ich das Geld. Das heißt, ich muss zu dem Saufkopf. Ah, hier ist schon mal der Köhler. Welchen König meinst du, Meister Tobias? Den, der in irgendeinem gottverlassenen Kerker hockt? Oder den, der den Schlüssel dazu hat? Das sind wahrlich seltsame Zeiten, Havel. Seltsam und schlecht. Aber da ich unserem Lehnsherrn Herrn Ratzig diene, kennst du die Antwort. Wohl wahr. Aber wohin wird Herr Ratzig das Silber bringen? Wohl kaum nach Kuttenberg, nun, da die Bürger dort vor Sigismund das Knie beugen. Zum Glück ist das nicht meine Sorge. Womöglich behält Herr Ratzig es in der Burg, bis diese unglückliche Geschichte ein Ende nimmt. Ich hoffe nur, Sigismund dürstet es nicht auch nach unserem Silber. Da sind wir schon zwei. Aber zurück zum Geschäft. Ich brauche 3 Wagenladungen. Wie ich sehe, arbeiten deine Leute hart. Du bekommst sie morgen. Sollen wir auf den Handel anstoßen? Mit Freuden, mein Guter. So, Gott sei mit dir, Heinrich. Unterbrechen. Ach so, hier ist der Köhler. Der ist der Köhler. Wenn du Kohle willst, rede mit meinem Handlanger. Ich bin beschäftigt. Was ist mit den Kohlen? Grüß dich. Bei Händlern musst du deine Einkäufe zuerst mit A in den Warenkorb legen und dann mit X bestätigen oder versuchen zu falschen. Schauen wir mal. Also Holzkohle kostet 50 und ich habe aber 0. Das heißt, das wird schwierig. Da muss ich, glaube ich, erstmal zu dem Saufkopf und dazu schaue ich. Achso, Zeit. Select ist Zeit verstreichen lassen. Start ist das. Nach oben ist die Karte. Ah ja, okay. Zoomen wir mal. Was haben wir denn da? Kauf Bier im Wirtshaus. Das soll ich als letztes machen. Kauf einen Sack Kohle. Das soll ich. Das ist ein bisschen. Fummelig, begib dich zum Schwertkampftraining. Aber wo ist denn der Kunesch? Ah, hier. Also die Burg ist da. Hier bin ich runtergekommen. Das heißt, ich muss nach links. Die Burg ist, das Dorf ist also östlich. Das heißt, hier hinten müsste das sein. Schauen wir mal, ob wir da wen finden. Hallo? Oh, privater Bereich. Vielleicht ist der ja vor. Ah, da ist einer. Ach, guck, das ist er. Gott sei mit dir, Kunesch. Was willst denn du? Mein Vater schickt mich wegen des Geldes, das du ihm für das Werkzeug und die Nägel schuldest. Ich hab nix. Verzieh dich. Du weißt, du schuldest meinem Vater sehr viel. Wenn er zum Vogt geht, bekommst du Ärger. Also zahl zumindest für die Axt und den Hammer, wenn du schon nicht alles aufbringen kannst. Ich hab nix, du Bastard. Scher dich zum Teufel, sonst zeige ich dir, was für Äxte dein Alter schmiedet.
Also drohen und ihn belabern. Schwierig. Ich kann nicht einschätzen, wie der drauf ist. Das mittlere wäre noch am besten. Ich probiere es jetzt mal mit Schulden gehören beglichen. Aber er wirkt jetzt nicht wie einer, der drauf einsteigt. Dann sage ich jetzt mal das hier. Mal schauen, was passiert. Wie du willst. Ich richte Vater aus, dass du nicht zahlst und du kannst ihm dasselbe sagen wie mir. Komm ja nicht wieder. Aha. Also, Axt, Hammer und Nägel soll ich auf andere Weise zurückbekommen. Dazu muss ich die aber erstmal finden. Wo ist denn das? Waschen muss ich mich jetzt vielleicht noch nicht. So dreckig bin ich jetzt auch noch nicht. Wahrscheinlich hat er das in seiner Hütte versteckt. Das heißt, ich muss da irgendwie rein, ohne dass mich jemand bemerkt. Am besten er. Kann ich den ablenken? Oder sieht der das, wenn ich einfach so reingehe? Na, die Tür ist offen. Schauen wir mal. La la la. Haha, ich gehe gar nicht zu dir rein. Ist da jemand? Oh. Eine verschlossene Truhe. Ich bräuchte einen Dietrich, um sie zu öffnen. Fritz könnte einen haben. Der Fritz. Der hat einfach immer, was man braucht. Schon duster. Da wäre jetzt eine Fackel oder so schon geil. Angeblich hat das ja auch so ganz tolle Nachtstimmung. Also da ist Nacht wohl richtig schummrig. Und wenn man nachts irgendwie draußen unterwegs ist, dann braucht man schon eine gute Lichtquelle. Sonst hat man verschissen oder sieht zumindest nicht viel. Doch nochmal ins Questlog schauen. Moment, nee. Wo war das Questlog? Nach unten. Ah nee, das ist nach unten das Inventar. Okay. Aha, Redekunst habe ich 3. Stärke, Agilität, Vitalität 1. Also das ist jetzt schon mein stärkstes Attribut. In allen anderen Sachen bin ich mal richtig scheiße. Axt, Hammer und Nägel brauche ich. Gott, das kann man sich auch mal alles mit der Zeit durchlesen. 102 Einträge schon im Kodex. Das würde ich sagen, machen wir mal so zwischendurch. Aber hier ist schon mal die Axt. Jetzt schaue ich mal, ob der Kunisch das sieht, wenn ich mir die stibitze. Wer bist du? Hör auf! Herrgott, ein Dieb! Hilfe! Oh, oh. Verhaftet den Dieb! Da ist ein Dieb! Wache! Du, bleib sofort stehen! Unbewaffneter Kampf. Ach, scheiße. Ich kann mich ergeben. Ich möchte jetzt eigentlich nicht unbedingt kämpfen. Ja, das lerne ich mal anders mal. Ergib dich! Du Hilf! Musst für deine Verbrechen... Du wurdest beim Stehlen gesehen. Du Aber es war doch meine Axt. Zweimal überlegen sollen. Scheiße. Das wird ein saftiges Bußgeld werden. Ach so, ich kann ihn natürlich anlügen. Sollen wir es mal probieren? Eigentlich bin ich recht beliebt bei ihm. Probieren wir es mal hiermit, oder? Wenn ich schon so gute Redekunst habe. So behandelt man keinen von Herrn Ratzigs Männern. Nicht auszudenken, was er tut, wenn er das erfährt. Schöne Kamera. Das Gesetz gilt für alle. Das ist zu viel. So viel Geld habe ich nicht. Zahlst du nicht, geht's in den Kerker. Oh Mann, ey, muss ich mich jetzt echt einkasteln lassen? Am ersten Tag schon. Scheiße. Aber gut, dann ist es so. Dann der Kerker. Fuck. Der Kerker ist wie für dich gemacht. Beweg dich und gib mir die gestohlenen Sachen. Fuck. Nächstes Mal denkst du vielleicht zweimal drüber nachzustehlen. Ach, das geht ja gut los. Wieso kann ich denn die Axt nicht selber nehmen oder war es eine andere Axt? Wieso hat der 2 Äxte? Und wie lange bin ich jetzt im Kerker? Was ist denn jetzt mit dem kalten Bier? Mann, Mann, Mann. Heinrich! Wo bist du, Heinrich? Oh Gott, bitte!
du Scheiße. Ich bin hier! Was zur Hölle ist da los? Lass mich raus! Um Gottes Willen, mach die Tür auf! Lass mich raus! Ich bin im Kerker verendet. Na, fantastisch. Dann machen wir mal fortfahren. Mal schauen, wo der Autosave war. Hoffentlich gibt es einen Autosave. Ach komm, jetzt muss ich das alles nochmal machen. Naja. Ja, ihr habt schon gesehen, offenbar geht es in dem Dorf ganz schön ab. Das war jetzt etwas foreboding. Aber dann machen wir das halt nochmal. Ja, ich glaube, ich könnte zwischendurch ruhig auch mal speichern. Hallo, Möge Heinrich. Gott dich behüten, Heinrich. Dann reden wir jetzt nochmal mit dem Kunisch. Und klauen ihm vielleicht nicht seine Axt, sondern vielleicht sind ja die Sachen, die wir von ihm haben, oder er von uns hat, die er nicht bezahlt hat, vielleicht sind die ja in dieser Truhe, wo ich den Schlüssel von Fritz Gott sei mit dir, soll, Kunisch. Beziehungsweise den Dietrich. Was willst denn du? Mein Vater schickt mich wegen des Geldes, das du ihm für das Werkzeug und die Nägel schuldest. Ich hab nix. Verzieh dich. Du weißt, du schuldest meinem Vater sehr viel. Wenn er zum Vogt geht, bekommst du Ärger. Also zahl zumindest für die Axt und den Hammer, wenn du schon nicht alles aufbringen kannst. Ich hab nix, du Bastard. Scher dich zum Teufel, sonst zeige ich dir, was für Äxte dein Alter schmiedet. Dann probieren wir's mal mit... Da hat mich der dann verprügelt. Der ist bestimmt stärker als ich. Ich weiß, du hast es nicht leicht. Deine Frau ist weggelaufen. Schnaps ist dieser Tage teuer. Und du bist zu nichts zu gebrauchen. Wie nett. Aber Schulden sind Schulden. Und ich kann nicht mit leeren Händen abziehen. Wenn ich was hätte, würde ich dir geben. Aber ich hab nix. Also lasst mich in Ruhe. Ihr alle. Komm ja nicht wieder. Na schön. Also offenbar muss man... den Kram anders besorgen. Die Axt lasse ich jetzt mal in Ruhe. Jetzt schaue ich mir trotzdem noch mal kurz die Truhe an, damit ich wenigstens... Eine verschlossene Truhe. Ich bräuchte einen Dietrich, um sie zu öffnen. Damit Fritz ich wenigstens hin? Die Quest-Info habe. Dann schauen wir doch mal, wo der Fritz ist. Was war? Er brachte einen Hasen mit und meinte, ich soll was Besonderes kochen. Ah, ganz schön wählerisch. Oh. Ist gut, ist gut. Ist das dein Ernst, Deutscher? Beleidigst du gerade unseren König? Ich beleidige niemanden, ich sage nur die Wahrheit. Sigismund hat bloß getan, was getan werden musste. Ach wirklich, er musste den König entführen, musste seinen Vetter Prokop in eine Falle locken und auch noch einkerkern? Er musste in Kuttenberg einmarschieren und sie mit einer Armee von Tataren belagern? Warum nicht? Was taugt dieser Wenzel schon als König? Unser Reich wird in seinen Händen zugrunde gehen. Die deutschen Grafen wählten Ruprecht von der Pfalz zum König, weil euer ach so geliebter Wenzel noch nicht mal ihren Reichstagen beiwohnt. Deutschen Grafen? Diese Verräter. Sogar der Papst. Gott sei mit dir, Heinrich. Gesinnt. Mit dir auch, Matthäus. Was ist denn hier los? Ach, der Deutsche wieder labert nur Scheiße. Was? Ja, einfach hin, dann wirst du es schon merken. Irgendjemand muss für Ordnung sorgen und das Reich wieder vereinen. Was kümmern mich bitte die Österreicher? Und heutzutage kommt nicht mal mehr der Teufel persönlich bei all den Päpsten mit. Welcher ist denn der Rechtmäßige, der in Rom oder in Avignon? Hör auf mit der Blasphemie, Alex. Ist doch wahr. Wenzel ist schließlich der König von Böhmen. Und der böhmische Adel hält zu ihm. Zur Hölle mit Rosenberg und seiner Kabale. Herr Ratzig ist Wenzels oberster Kriegsherr und blieb dem König gegenüber loyal. Wenn er hören würde, was du gerade sagst, würde er dich wie ein Hund verdreschen. Dein Reichstag wird bald nichts mehr zum Regieren haben. Jobst musste Luxemburg verkaufen, um deinem König zu helfen. Südböhmen gehört Sigismund. Mein Lieber, du solltest Kuttenberg nicht vergessen, wo Deutsche wie du Sigismunds Füße küssten, um ihre Köpfe behalten zu können. Ja, aber... Werter Herr Deutsch,
Das ist doch sinnlos. Lass uns über angenehmere Dinge sprechen. Genau meine Rede. Der Deutsche ist zu weit gegangen. Wenzel ist unser rechtmäßiger König. Er ist wirklich ein Idiot. Was können wir tun? Ich glaube, ich hätte da eine Idee. Dieser deutsche Hund verdient eine Lektion, da sind wir uns einig. Oder, Fritz? Und wie, Matthäus? Ah, wir sollten Fritz. Ihn ordentlich verprügeln. Bist du verrückt? Willst du am Schandpfahl enden? Na, hör nicht auf Fritz. Ich habe eine bessere Idee. Bei dem Scheiß, den der Deutsche geredet hat, musste ich an den riesigen Misthaufen denken. Ihr wisst schon, den neben seinem wunderschönen, frisch gekalkten Haus. Denkst du, wir sollten es neu anstreichen? Ich bin dabei. Also, ich würde es lieber anzünden, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist auch gar nicht so schlecht. Und was ist mit dir, Heinrich? Wisst ihr, ich wollte Vater gerade Bier und noch ein paar andere Dinge bringen. Wir stellen Herrn Ratzigs Schwert fertig. Komm schon. Ein paar Handvoll Dung zu schmeißen wird sicher nicht den ganzen Tag dauern. Und es ist unsere Pflicht, die Ehre des Königs zu verteidigen. Also, Kumpel, bist du dabei? Ja, ich bin dabei, aber dafür müsst ihr mir helfen. Das ist doch eine gute Idee. Ja, komm, eine Hand wäscht die andere, auch wenn sie schmutzig ist. Also schön, ich bin dabei. Aber dann müsst ihr mir auch unter die Arme greifen. Wobei denn? Kuhne schuldet meinem Vater Geld und zahlt nicht. Reden hat nichts gebracht, also muss ich wohl andere Seiten aufziehen. Alleine bekomme ich das aber nicht hin. Kein Ding, wir geben dir Rückendeckung, sobald wir das Haus des Deutschen neu gegipst haben. Ich würde es diesem Saufkopf nur allzu gern zeigen. Also schön, gehen wir. Der Deutsche sitzt immer noch im Wirtshaus. Okay. Bisschen Vandalismus. Ist ja auch nie verkehrt. Geh mit deinen Freunden den Angriffsplan durch. Ziehen wir das jetzt durch oder nicht? Warte, wir müssen nachsehen, ob die Luft rein ist. Warum? Der Deutsche ist in der Schenke. Hast du nach all den Jahren nicht bemerkt, dass er eine Frau und einen Sohn hat? Und? Ist das ein Problem? Ja, ist es. Heinrich, geh und lock sie irgendwie weg. Warum ich? Weil du der Schlaue bist. Genau. Na gut. Was willst du, Junge? Ich kam gerade am Wirtshaus vorbei und dein Gatte redete Unsinn. Ich dachte mir, dass ihn besser jemand nach Hause holt, bevor er Ärger bekommt. Was für Unsinn? Nun, dass Sigismund im Recht wäre und König Wenzel ein Säufer sei, sowas in der Art. Ein paar Leuten hat das nicht gefallen, also dachte ich... Gott Allmächtiger, dieser Narr! Als nächstes fängt er noch mit den Päpsten an. Kann gut sein, dass er auch Päpste erwähnte. Danke, dass du mich gewarnt hast. Hoffentlich erwische ich ihn, bevor er wieder in eine Schlägerei gerät. Und tschüss. So, und jetzt... Es gibt ein... Worauf wartest du, Soldat? Feuert den Tribock ab! Für König und Vaterland! König und Vaterland am Arsch! Häuser einsauen macht einfach Spaß! Das ist fast so gut, wie diesen Verräter am Pranger zu sehen. Aber nur fast. Also das wäre wirklich herrlich. Das ist für Sigismund! Wuhu! Scheiße, Deutschlinge! Ihr Bastarde! Was zur Hölle glaubt ihr, was ihr tut? Hey Hans, siehst du schlecht? Wir verpassen deinem Haus einen neuen Anstrich! Es ist genauso wie das, was dein alter Herr in der Taverne über Sigismund erzählt hat. Wir tun nur, was wir tun müssen. Hurensöhne! Ich werde euch verdammt nochmal den Arsch aufreißen! Oh, interessant. Das will ich erst mal sehen.
Und was machst du hier eigentlich, Bischek? Mit diesen dreckigen Deutschlingen Händchen halten? Sag mal, möchtest du vielleicht die neueste deutsche Mode ausprobieren? Arschloch! Das wirst du mir büßen! Unbewaffneter Kampf. Also, rechter Trigger, Haken, langsamer Fausthieb zum Kopf. RB ist der Jab, LT ist der Tritt. Mit dem rechten Stick kann ich fokussieren, das ist schon mal gut. Mit LB blocken. Gelb ist die Ausdauer. Rot ist die Gesundheit. Verletzt kann ich auch sein. Und den Gegner sehen wir oben links. Also los, schnappen. Wie sehen wir uns mal einen an? Du. Ach so, ich kann ja auch die Richtung angeben, wo ich reinkloppe. Oh. Verdammt. Kannst du es wagen? Ja. Da ist noch so ein Spätzle. Rechter Haken. Hast du den Verstand verloren? Der Büttel ist auf dem Weg. Oh oh, der Büttel! Lauf, ihr Schisser! Wir machen den Bauch. Ja, ein bisschen verletzt bin ich schon. Huh. Hallo, Heinrich. Hallo. So, und jetzt gehen wir mal zu Kunesch. Ist ganz schön was los hier im Dorf. Und schauen, ob wir nicht zu viert die Kohle aus ihm rauspressen können. Linker Stick rein, es schleichen. Dazu muss man allerdings richtig angezogen sein. Möge Gott dich behüten, Heinrich. Dankeschön. A, B ist rennen, okay. Hey. Heile ich mich denn durch Essen? Ich glaube, ich esse mal einen Apfel. Bringt das was? Ja, ein bisschen tatsächlich. Karotten, ein Genuss für euch und die Familie. Zwiebeln scharf wie ein Schwert und Knoblauch der böse Geister vertreiben. Da ist auch eine Wache, das heißt, den sollten wir jetzt vielleicht nicht gleich wieder vermöbeln, den Kunesch. Aber ein bisschen drohen können wir ihm, glaube ich, schon. Hallo? Matthäus, hallo? Wo gehst denn du hin? Und wo sind die anderen? Hallo? Hä? Wenn es Ärger gibt, verstecken sie sich immer hinter Kunischs Hütte. Ich würde allerdings, bevor ich ihn bedrohe, würde ich eigentlich ganz gern mich mit dem Dietrich mal versuchen. Erstmal mit Fritz reden, ob ich den Dietrich haben kann. Diesen Kackdeutschen haben wir es gegeben. Das war ziemlich knapp, was? Der alte Sack hatte keine Chance. Ja, aber hoffentlich verpfeift uns Hans nicht, dieser Scheißkerl. Lass ihn doch pfeifen. Was können sie denn schon groß tun? Nur weil wir ein bisschen Mist geworfen haben. Ein wahres Wort. Den Deutschling kann sowieso keiner gut leiden. Jedenfalls, saubere Arbeit mit dem Haus. Mit euch wird es nie langweilig. Ich bräuchte Hilfe mit Kunesch. Sicher doch. Eine Hand wäscht die andere. Na dann los! Also Fritz kann ich einzeln wohl nicht ansprechen, dass er mir den Dietrich gibt. Was zum... Andererseits... Kunesch!
Schwing deinen Arsch raus. Ich muss dir was zeigen. Was zum Teufel wollt ihr hier? Soll ich euch mit dem Riemen dreschen oder den Büttel rufen? Versuch's doch, alter Saufkopf. Ach so, der wird also auch verkloppt. Für einen, der gut in Redekunst ist, kloppt aber ganz schön viel, der Heinrich. Was ist los? Musst du jetzt weinen? Oh, hoppla. Entschuldigung, Matthäus. Genug, genug! Ich gebe auf. Nimm, was du willst. Es ist nicht viel, aber alles, was ich hab. Kapiert? Ja, wäre wahrscheinlich auch eleganter gegangen. Komisch, dass ich den nicht habe ansprechen können auf den Dietrich, aber so ist das eben. Ah ja, da sind schon mal Hammer und Nägel. Sehr schön, dann haben wir das geschafft. Mir tut er ja ein bisschen leid, der Kunisch. Aber was soll man machen? Wir wollen ja schließlich vorankommen im Spiel. Jetzt kann ich beim Köhler die Kohle kaufen. Schönen Tag. Lebe wohl. So. Ach ne, muss ich das Zeug jetzt erst verkaufen? Warte mal. In den Warenkorb. 1,6 und die Nägel 2,4. Ja, was nützt mir das? Wie komme ich denn auf den Warenkorb? Achso, Warenkorbs prüfen. Ja, das ist es aber nichts wert. Und was ist mit der Axt? Ich muss nochmal in die Quest schauen. Ich glaube, ich habe das irgendwie nicht ganz gecheckt. Questlog. Besorge einen Dietrich von Fritz. Ich sollte auch die Axt mitnehmen, die er von Vater bekommen hat. Sie ist vor Kunischs Haus. Ja, achso, dann haben wir die vergessen. Dann nehme ich die noch mit. Dann so einen Sack Kohle auf dem Markt kaufen, aber für die paar Kröten, oder muss ich da erst zu einem normalen Händler gehen? Heinrich, schön, dass du da bist. Zum Kochen. Körbe für den. Was gibt's denn hier noch für Händler? Sack Kohle kaufen, klar. Hier ist noch ein Schneider und da ist ein... Ach, hier ist ein Händler links von mir. Da, vielleicht kann ich ja da das Zeug verkaufen. Grüß Gott. Gute Gesundheit. Mach's gut. Ja, aber das ist doch nie genug Kohle. Was soll denn das? Das reicht doch nicht. Kann ich ihm noch zwei Äpfel verkaufen und eine Semmel? Karotte, beide. Käse. Da habe ich 7,1. Ich kann ja noch versuchen zu feilschen. Lass uns über den Preis sprechen. Ja. Du kannst beim Kaufen und Verkaufen feilschen. Mit oben und unten kann ich das einteilen, was ich haben möchte. Und dann reagiert der Händler oder die Händlerin. Hm. 7,1. Ich gehe mal auf 7. Ich geh mal auf 8. Einverstanden? Schon besser. Etwas weniger und wir kommen ins Geschäft.
Also 8 Münzen ist ein bisschen viel. Jetzt bietet sie 7,4. Ich komme hier mal mit 7,6 entgegen. Das müsste passen. Endlich eine vernünftige Summe. Gut, dann habe ich zumindest ein bisschen Geld. Wahrscheinlich habe ich mich eh verrechnet beim Köhler und ich brauche gar keine 50 für 10 Kohle. Ach, 0,5 kostet die. Das heißt, ich hätte 5 gebraucht. Ja, okay. Also. 10 Kohlen brauchen wir. Ich zahle 5. Warenkorb prüfen. Ich probiere es trotzdem auch nochmal zu feilschen. Mach ich mal total gerne ein Spiel. Lässt sich was am Preis machen? Klar, warum nicht? Und ich zahle aber nur 4,50. Ne? Wie wär's damit? Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. In Ordnung. 4,70, boah, mega Deal gemacht. Gut, damit hätten wir die Kohle und dann fehlt eigentlich nur noch die Parierstange in der Burg. Ach so, die habe ich jetzt vorher noch nicht geholt, weil ich ja gestorben bin. Dann mache ich das jetzt noch und dann gehe ich zum Bier. Eigentlich hätte ich das Let's Play direkt nach dem Kerker beenden müssen. Na, ist halt die Geschichte von Heinrich von Skalitz. Dann brauchen die bei Warhorse auch nicht den zweiten Teil machen. Wäre ein bisschen schade, oder? Das können wir jetzt mal kurz weiterseppen. Wie geht's dir? Der Deutsche denunziert im Wirtshaus den König. Ja, ein Verräter bin ich jetzt aber auch nicht. Das kriegen die schon mit, wenn der das öfter macht. Vater schickt mich. Ja, hier ist... Kann's kaum erwarten, dass... Wann habe ich je... Ah, sei still. Alsbald. Großartig. Viel Erfolg. Auf jeden Fall. Sehr schön. Dann fehlt jetzt nur noch das Bier. Ich sehe jetzt die ganze Zeit, dass da oben die Codex-Einträge aufpoppen. Das sind jetzt schon über 100. Jetzt ist die Frage, wie machen wir das? Soll ich jedes Mal, wenn einer aufpoppt, den gleich vorlesen oder eher situativ, je nachdem, wo wir gerade sind oder was wir gerade machen? Nachdem das hier ist, das hier das Wirtshaus? Das sieht aus wie das Wirtshaus. Nachdem ich jetzt hier im Wirtshaus bin, können wir ja mal schauen, was es rund ums Thema Wirtshaus gibt und dann würde ich einfach zwischendurch immer mal was vorlesen, weil wir wollen ja auch was lernen hierbei und das ist, glaube ich, sehr cool, was man hier so lernt. Also, Schenken und Gasthäuser. Das tschechische Wort für Schenke, Hospoda, könnte vom lateinischen Hospes, Gast oder Hospitium, Unterkunft abstammen. Wahrscheinlicher ist jedoch das alte slawische Wort Gospod, Gospodja, Herr des Hauses. Schenken gehörten zu jeder mittelalterlichen Siedlung. Ursprünglich wurde das Bier im sogenannten Masshaus gezapft, einem Bereich im Untergeschoss des jeweiligen Gemeindehauses, dessen Besitzer das Braurecht besaß. Schenken und Gasthäuser entstanden erst später. Sie dienten als Treffpunkte für gemeinschaftliche Ereignisse, Zusammenkünfte und Handelsgeschäfte. Gasthäuser hatten Zimmer für Gäste, die über Nacht blieben und verfügten sogar über eigene Stallungen und Unterstellmöglichkeiten für Fuhrwerke. Solche Fuhrmannsgasthöfe standen außerhalb von Städten an Kreuzungen wichtiger Handelswege. Sitzmöglichkeiten befanden sich eher draußen als drinnen. Angeblich hielt sich König Wenzel IV. Ausgesprochen gern in Schenken auf, um den Menschen zuzuhören und zu erfahren, was sie von ihm hielten. Außerdem prüfte er so, ob sich die Besitzer an seine Erlasse hielten. Im Mittelalter kam früher oder später jeder mit Alkohol in Berührung. Deutsche, Russen und Tschechen waren angeblich Europas trinkfreudigste Völker. Zu Sonnenuntergang wurden vielerorts Sperren verhängt, doch auch wenn die Nachtwachen begannen, ihre Runden zu drehen, hielt dies die meisten Menschen nicht vom Trinken und Feiern bis in die frühen Morgenstunden ab. Im Spiel haben wir uns bemüht, das Bild mittelalterlicher Schenken glaubwürdigen Quellen nachzuempfinden. Und dann lesen wir noch was über das Bier.
Bier war lange ein Getränk, das von jedem gebraut wurde, der die Fähigkeit dazu besaß. Erst mit dem 13. Jahrhundert wurde dies strenger reguliert. Demnach konnte Bier nur noch von einem Vollbürger gebraut werden, der ein Haus innerhalb der Stadtmauern besaß. Das Recht zu brauen hing auch stark mit dem Meilenrecht zusammen, welches es nur Bürgern gestattete, städtischen Handel in einem festen Umkreis um ihre Stadt zu betreiben. Den technischen Vorgang des Brauens überwachte der Braumeister. Die Herstellung des Malzes übernahm der Melzer und das eigentliche Fermentieren und Brauen des Bieres der Brauer. Bei der Heimbrauerei wurden all diese Aufgaben von derselben Person erledigt. Die Haltbarkeit des Bieres hing davon ab, ob das fertige Gebräu gefiltert wurde oder nicht. Sowohl Hefe- als auch Säure- und Milchsäurebakterien verblieben ansonsten im Bier und verunreinigten es. Bier sah damals eher wie ein Brei aus und es war äußerst nahrhaft, daher auch der Name flüssiges Brot. Es musste mit einem Strohhalm getrunken werden, um keine Fremdstoffe mitzutrinken. Der heilige Wenzel war der Schutzpatron der Melzer Böhmens. Als Schutzpatron der Brauer galt der legendäre König Gambrinus, wenngleich er kein Heiliger war und höchstwahrscheinlich nicht einmal existiert hat. Die böhmische Brautradition hat sich bis heute bewahrt und tschechische Biere gehören zu den besten der Welt. Na wunderbar. Dann würde ich sagen, war das Folge 1 dieses viele Folgen andauernden Let's Plays. Ich finde dieses Spiel jetzt schon wundervoll. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr begleitet mich auf dem Weg hier durchs Mittelalter mit Heinrich zusammen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wer weiß, vielleicht schaffen wir das ja bis KCD2. Und das machen wir dann vielleicht gleich im Anschluss. Mal schauen. Bis dahin haben wir aber noch einen weiten Weg hier vor uns. Prost, zum Wohl. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.